Wir sind ShipCloud und bieten eine cloudbasierte Versandlösung für Online-Händler. Das Unternehmen ShipCloud wurde 2013 von Klaus Fahlbusch und Stefan Hollmann gegründet und beschäftigt aktuell 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Shipping Service Provider bietet das automatisierte Erzeugen und Ausdrucken von Versandmarken, eine automatische und paketdienstübergreifende Sendungsverfolgung sowie eine smarte Retourenlösung für Onlinehändler und deren Kunden. Ich sitze jetzt hier mit Yvonne Sokol von ShipCloud. Liebe Yvonne, schön, dich kennenzulernen. Dankeschön, ebenfalls. Vielleicht die wichtigste Frage vorweg: Was ist ShipCloud? ShipCloud ist der Shipping Service Provider für Online-Händler. Das heißt, wir sind ein Shipping Service Provider. Auf der einen Seite Versanddienstleister, DHL, DPD, UPS. Und auf der anderen Seite die Anbindung an 50 Shop- und ERP-Systeme, die die Online-Händler nutzen. Also E-Commerce und Logistik ist unsere Spielwiese. Das heißt, wir machen das Ausdrucken und Erstellen von Versandmarken, die automatisierte Sendungsverfolgung und eine gute Retourenlösung für diese Kunden. Wenn ich so neu bin in dem ganzen Versandbusiness, was muss ich dann beachten? Ich glaube, der beste Tipp ist, den Versand von Anfang an zu professionalisieren. Das heißt, es gehört zum E-Commerce-Einkaufserlebnis einfach dazu, dass der Kunde eben nicht nur online bestellen kann, schnell und einfach, sondern dass er auch sehr unkompliziert und einfach seine Sendung erhält und auch die ganze Zeit darüber informiert ist. Das heißt, den Versanddienstleister richtig auswählen, sich Gedanken machen, wie man die Sendungsverfolgung gestalten will oder dass man das auf jeden Fall anbietet, eine Retourenlösung anzubieten und das Thema Verpackung nicht vergessen, denn es ist wichtig, dass die Pakete richtig und sicher verpackt sind. Man sollte zum Beispiel immer bedenken, dass so ein Paket 80 cm tief fallen kann. Die Versanddienstleisterförderbänder in den Logistikzentren sind so hoch. Oder ein Paketdienst wirft es sozusagen irgendwo hin, haben wir ja auch schon Videos gesehen. Das heißt, man sollte absolut sicher sein, dass es gut verpackt ist. Welchen Stellenwert hat denn das Thema Sendungsverfolgung und Tracking für die Kundenzufriedenheit? Die Kunden wollen vor allem wissen, wo ihr Paket ist und wissen, wann sie damit rechnen können. Es geht gar nicht so richtig darum, ich möchte es heute schon haben, aber wenn ich es morgen bekomme oder übermorgen, dann möchte ich wissen, ob ich es um 12, um 13 oder um 15 Uhr bekomme. Das heißt, die automatische Sendungsverfolgung ist total relevant für das Einkaufserlebnis und vor allem, wenn man zum Beispiel sich vorstellt, Food zu bestellen, also Lebensmittel zu bestellen und man ist in dem Moment nicht zu Hause, möchte man genau wissen, wann das Paket vor der Tür steht. Das heißt, die Sendungsverfolgung sollte eben verschiedene Schritte schon mal beinhalten. Das kann man bei uns zum Beispiel einstellen. Wir haben auch einen paketdienstübergreifenden Blick. Das heißt, zum Beispiel kann der Onlinehändler sagen, innerhalb von Deutschland ist das Paket mit, nehmen wir jetzt mal DHL, in 3 Tagen nicht zugestellt, außerhalb von Corona. Hier gibt es ein Problem. Dann kann er A, beim Versanddienstleister schon mal nachhaken, wo liegt hier die Problematik? Oder er kann auch den Kunden proaktiv informieren und vielleicht einen Gutschein aussteuern oder sagen, ich kümmere mich darum. Also die Verantwortung für den Versandprozess muss der Händler auch übernehmen. Also nicht nur der Onlineshop vorneweg, sondern auch, dass das Paket am Ende beim Kunden ankommt. Liebe Yvonne, vielen, vielen Dank für diese detaillierten Einblicke und vor allem für die ganzen Tipps, die du gegeben hast.